und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist Freitag, es ist schon wieder Wochenende und ich werde mich jetzt gleich direkt mit ein paar Freunden am See treffen. Also, let's go! Weil wir wurden vom Dings praktisch runtergeworfen wieder und wir wollen jetzt Wassermelone essen. Deswegen essen wir jetzt Wassermelone. Ja, es tut mir leid. Ich habe am Freitag einfach nicht mehr gefilmt. Samstag war schlechtes Wetter und Sonntag auch. Ja, heute ist Montag. Ich habe heute eine französische Arbeit geschrieben. Das, was ihr gerade alles gesehen habt, ist Freitag passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Dateien mehr habe. Aber ich erst bei einer Minute 50 bin. Also dachte ich mir, dass ich jetzt nicht einfach das lösche, sondern einfach noch ein paar Fragen aus meiner App beantworte. Wenn ihr zu meiner App kommen wollt, dann könnt ihr gerade hier oder hier, ich weiß gerade gar nicht, vorbeischauen. Am Ende des Videos natürlich. Ich kann hier einfach ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Cero fragt, würdest du, wenn du eine Freundin hättest, für sie mit YouTube aufhören, wenn sie es wollen würde? Nein. Wenn sie mich, sag ich jetzt mal, lieben würde, dann würde sie nicht wollen, dass ich mit YouTube aufhöre. Weil das gehört zu meinem Leben dazu und warum sollte ich damit aufhören, wenn sie es will? Dann kann sie gerade gehen. Der Max fragt, und zwar, falls ihr in meiner App seid und mal in einem Live-Chat drin wart, haben es vielleicht ein paar bemerkt, dass ich einen Bruder habe, der 18 ist. Das habe ich aber auch schon mal in einem Video gesagt. Der ist 18 und heißt Max. Mit dem will ich sogar bald mal ein Video machen. Ihr werdet es mir wahrscheinlich so oder so nicht glauben, dass es mein Bruder ist. Erstens, weil er mir nicht sehr ähnlich sieht, sage ich jetzt mal. Also er trägt erstens eine Brille. Ich habe außerdem sogar eigentlich auch eine Brille, die ich aber fast nie trage, weil ich einfach so eine geringe Stärke habe, dass ich die nicht trage und ich mag die einfach nicht so. Ja, mein Bruder heißt Max, der ist 18, hat erstens braune Haare, hat Locken, also er sieht mir wirklich nicht ähnlich. Und da wird wirklich bald weiß ich noch nicht genau, aber da wird in den nächsten Monaten oder so sogar ein Video mit ihm kommen. Da bin ich mal echt richtig gespannt, wie das so sein wird, mal mit meinem Bruder ein Video zu machen. Felix.bgdn fragt, bist du gut in der Schule? Und es ist ja jetzt Ende des Schuljahres, wir haben noch nicht Zeugnisse bekommen, aber ich habe schon so ein paar Noten bekommen und zwar habe ich in Deutsch habe ich eine 2, worüber ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Französisch habe ich, wie gesagt, heute Morgen geschrieben, da bekommen wir auch bald die Note. In Chemie habe ich eine 3, worüber ich auch mega zufrieden bin, weil in Chemie bin ich jetzt echt nicht der Beste. Und in Mathe habe ich auch eine 2, glaube ich. Mehrfächer weiß ich noch leider nicht. Unterstrich Laurin Unterstich fragt, kann einer mir die App erklären? Ich blick die nicht ganz. Dazu gibt es sogar ein Video, wo ich die App komplett ausführlich erklärt habe. Da könnt ihr auch hier oben gerade mal vorbeischauen. Sonst ist es auch am Ende des Videos verlinkt. So, jetzt die meistgelikte Frage in der App mit 1175 Daumen hoch ist, wieso war Oskar bei deiner Geburtstagsparty nicht dabei, also beim Bogenschießen? Das ist eigentlich ganz einfach. Er hatte an dem Tag einfach keine Zeit. Und das war die meistgelikte Frage.
Mika.slz fragt, welches Handy hättest du gerne? Ich glaube, das ist für mich ganz einfach das iPhone 7 Plus. Also ich finde die Kamera einfach nur abgefahren davon. Jedes Mal, wenn ich das irgendwie bei Freunden oder so sehe, dann muss ich die Kamera öffnen und irgendwie damit ein bisschen rumspielen. Also das ist echt... TG2005 fragt, warum hast du nicht die Festplatte vorgestellt? Verlinkt. Also in meinem letzten Video, da habe ich meine Spectacles und vieles andere ausgepackt. Das Video könnt ihr auch am Ende dieses Video hier sehen. Und da habe ich mir auch eine neue Festplatte gekauft, eine 5 TB Festplatte. Und schaut jetzt mal gerne unten in die Videobeschreibung, da findet ihr nämlich die ganzen, da findet ihr mein ganzes Equipment, also mit den Sachen, mit denen ich filme, mit denen ich schneide, mit denen ich meine Videos produziere. Sonst könnt ihr mich hier gerade eben auch abonnieren. Hier ist mein letztes Video. Ja, zu meiner App führt's hier. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und macht euch drauf gefasst, bald kommt ein Video mit meinem Bruder zusammen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin, tschüss.